Leid wird vom Ego verursacht, obgleich letztlich Leid das Ego zerstört. Allerdings erst, wenn das Leid bewusst erlebt wird. Die Menschheit ist dazu bestimmt, über das Leiden hinauszugehen. Aber nicht so, wie das Ego meint. Eine der vielen fälschlichen Annahmen des Ego, einer seiner vielen wahnhaften Gedanken, lautet: Ich sollte nicht leiden müssen. Manchmal wird dieser Gedanke auch auf jemanden übertragen, der einem nahesteht. Mein Kind sollte nicht leiden müssen. Dieser Gedanke selbst ist die Wurzel des Leidens. Das Leiden hat einen edlen Sinn. Es soll die Evolution des Bewusstseins vorantreiben und das Ego verbrennen. Der Mensch am Kreuz ist das archetypische Bild dafür. Er steht für jeden Mann und jede Frau. Solange du dich gegen das Leiden wehrst, geht dieser Prozess nur langsam voran. Denn Widerstand baut mehr Ego auf, das verbrannt werden muss. Wenn du hingegen das Leiden annimmst, beschleunigt sich der Prozess, weil du jetzt bewusst leidest. Du kannst dein eigenes Leben annehmen, aber du kannst auch das Leiden anderer, deiner Kinder oder Eltern zum Beispiel, annehmen. Inmitten des bewussten Leidens liegt bereits die Umwandlung begründet. Das Feuer des Leidens wird zum Licht des Bewusstseins. Das Ego sagt: Ich sollte nicht leiden müssen. Und dieser Gedanke sorgt dafür, dass du noch viel mehr leidest. Er ist eine Verzerrung der Wahrheit, die immer paradox ist. In Wahrheit musst du Ja zum Leiden sagen, ehe du darüber hinausgehen kannst.